Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Zombie Q Lab. Wir sehen, es gab ein kleines Update. Hier hat sich optisch ein bisschen was an der Darstellung getan, auch hier bei den verschiedenen Nahrungsmitteln, wer hier was isst zum Beispiel. Und wir haben hier noch eine neue Übersicht, das dürfte der genau. Hier der Stromüberschuss, den wir haben, also wie viel Stromabnehmer wir gerade haben, wie viel wir produzieren und hier unser Akkuladestand. Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Was möchte ich denn jetzt als nächstes machen? Warte mal, wo ist denn unsere Ressourcenlage da? Haben wir alles voll? Ja, wir haben ja alles voll. Waffenschrotter möchte ich erstmal keinen haben. Ach komm, wir können mal hier einen Zombie noch ein bisschen arbeiten lassen. Forschung sollten wir mal schauen. Da fehlt uns noch jede Menge Holz und jede Menge Forschungspunkte. Wäre aber, denke ich, der nächste wichtige Schritt. Ich glaube, wir haben sonst auch kaum noch was wir machen können. Gut, wir können mit dem Heilmittel weiter forschen. Und natürlich hier Energiespeicher. Das ginge schon. Ich glaube, so ein Stromlauf hat, das wäre nicht mal wirklich verkehrt. Wo haben wir es da? Elektrizität. Bauen wir dich dahin und wir drehen noch wieder ein bisschen an Temposchraube. Stimmt, den hatte ich glaube ich ausgemacht aufgrund des Stromverbrauchs. Zack, und ein weiterer Zombie, sehr schön. Nein, ach, du sollst doch drin bleiben. Wollte ich doch nur markieren, so. Ich hoffe, der levelt auch dadurch ein wenig. Das Tor wird erstmal repariert. Das soll ja auch schlichtweg heile bleiben in der Nacht, denn der nächste Angriff kommt bestimmt. Wie viel Eis haben wir denn? Wo haben wir es da? Ja, okay, haben wir erstmal einiges. So, wollen wir unsere Larrys mal wieder reinholen? Ja, wir haben 9 Uhr. Ich würde sagen, wir holen sie rein. Nicht, dass da was schief geht. Machen wir ganz kurz Pause und gehen mal kurz hier zum Moose Lab. Weil ich schauen will, ob wir da nicht ein bisschen noch sinnvolle Ressourcen abstauben können. Wobei, das mache ich lieber am nächsten Tag. Weil nicht nachts, wenn wir hier uns verteidigen sollten. So, 13 Zombies greifen an. Praktischerweise kommen sie alle aus der gleichen Richtung. So, dann kommen wir schon ran und lass dich abschießen. Nein, nicht hier. Ihr sollt zum Tor kommen. So müsst ihr euch doch einfrieren lassen. Habt ihr denn das Drehbuch nicht gelesen? So, der erste ist eingefroren, aber ich weiß nicht, ob mir das reicht. Also ich meine, wir müssen, sollten hier schon bald schauen, dass wir mehr Abwehrmaßnahmen hinstellen, beziehungsweise die dann auch noch verbessern, dass die deutlich mehr Schaden machen. Mal kurz, wie viel du verbrauchen würdest, wenn du am Strom bist? Gar nichts, ja? Hat er da keinen Stromverbrauch? Okay. Habe den wohl einfach nur so ausgemacht. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier direkt einen Button, um das auszutauschen. Sehr schön. War ja nicht mal einer, der schießen müsste.
Wahrscheinlich ist er, ach, der ist gerade essen gegangen. Nun gut. Ja, du hast auch Hunger, das ist doof. Bekommt tagsüber, muss jetzt hier wirklich keiner dran arbeiten. Machen wir das mal weg, dann könnt ihr euch nämlich tagsüber holen, dann seid ihr nachts auch einsatzfähig. So. Dann dürft ihr alle gerne wieder weiterarbeiten. Okay, das scheint nicht wirklich bei gelevelt zu werden. Schade. Ich glaube, wir sollten mal den einen oder anderen Zombie wegbringen. Denn wir haben ja schon einen ziemlich hohen Fleischverbrauch, wie ich gerade feststelle. So, bringen wir 5 Stück weg. Hol uns dafür erst einmal jede Menge Holz, weil wir davon ja viel brauchen. Für unser großes Upgrade. Dazu noch etwas Erz, ein bisschen Eis. Fleisch nehmen wir auch direkt mit. Na komm, nehmen wir noch mehr Fleisch mit. Zack, und ab dafür. Wir haben noch ein paar andere, die nichts zu tun haben. Oh Gott sei Dank, eine Nacht mal wieder ohne Angriff. Träumchen. So. Wieder einen neuen Zombie bekommen. Sehr schön. Oder ein Hambi vielmehr. Hambi, Humbi, wie auch immer man es nennen will. So, 5 Arbeiter geht. Muss ich nur schauen, wo diese 5 sind. Dass wir da auch etwaige Leute ersetzen könnten. Hier fehlt jemand. So, jetzt... Achso, ja, stimmt, der Helikopter muss ja erst ankommen. Und wir brauchen sowieso erstmal Laborstufe 2. Dafür brauchen wir jede Menge Holz. So, hier fehlt jetzt auch einer. Na komm, wir holen mal hier einen Menschen dazu. Zack. Pling. Und wir sind mit dem Heilungsmittel weiter. Yay! Tja, jetzt brauchen wir einfach nur Holz. Und zwar ohne Ende. Ach guck mal, wir haben ja noch einen frei. Sekunde, dann machen wir das doch so. Dann haben wir einen neuen Zombie gerade dazu bekommen. Ach man, das hängt jetzt alles an diesem Labor. So, komm, einen kriegen wir bestimmt noch rein, bevor der auftaut. Ich überlege gerade, ob ich das Labor, beziehungsweise unsere Basis nicht erweitern möchte. Ja, das möchte ich. Dann mache ich hier auch noch einen Zaun hin. Zack. Den wir hier weiter durchziehen. So haben wir uns dann nämlich schön eingeigelt und können hier alles aufmachen. Wenn es dann mal soweit ist. So, wir haben gerade viel zu bauen, deswegen dürfen jetzt mal alle mit anpacken.
So, wir haben bald genügend Forschungspunkte. Mit dem Holz ist es aber noch ein bisschen hin, auch weil wir jetzt wieder etwas weggeben mussten. Beziehungsweise, ja, weggeben ist das falsche Wort. Wir haben investiert. So, guck mal, hier ist jede Menge Holz. Was wir uns mal einverleiben sollten. Ich glaube, ich verlege dich einfach mal nach hier unten. Dass dann auch ein bisschen mehr Bäume gefällt werden und nicht nur an den Erzadern und den Steinquellen rumgebröckelt wird. So, keine Zombies. Eine ganz entspannte Nacht, in der wir in Ruhe weiterarbeiten können, finde ich super. So, mit etwas Glück sind unsere Baulerei schnell genug, dass wir vor der nächsten Nacht den Zaun komplett fertig haben. Das fände ich super. Wir hoffen, dass wir auch für alles genug Platz haben. Frei, das darf gerne ein Zombie machen. Da hat jemand Hunger? Ja, dann solltest du was essen, mein Lieber. So, die Holzbestände wachsen endlich mal ein wenig. Gut, wir haben ja jetzt auch ein paar Bäume in Reichweite, von daher. Wäre es auch komisch, wenn nicht. Sehe ich irgendwie eine Lücke im Zaun. Nicht, dass ich dann hier den Zaun einreiße und dabei ist der Rest noch offen und dann brennen uns mal eben die Zombies. Hm, das wäre ganz schön dumm. Aber ich glaube, hier können wir auch nochmal guten Ressourcenlager anpeilen. So für die Zukunft. Und da kommt die Kiste, die den Weg zumacht. Oh, da müsst ihr anders rumlaufen. Ding, ding, ding. So, hier werden jetzt auch schon die ersten Zaunelemente angebracht. Das finde ich super. Ich denke, ich sollte zeitlich tatsächlich damit hinkommen. So. Haben wir da schon den ersten Durchgang. Ich hätte es jetzt schon geiler gefunden, wenn ihr erstmal hier den Zaun fertig gemacht hättet, bevor ihr mit dem Abreißen anfängt. Aber ihr werdet schon wissen, was ihr tut, ne? Hoffe ich jetzt einfach mal. Das Schöne ist, wir kriegen auch Holz dadurch wieder. Komisch, dass die das Abreißen priorisieren. Ach guck mal, wir können hier direkt mehrere Sachen sagen, dass das priorisiert werden soll. Dann macht doch mal das bitte als erstes. Dann sind wir da auch safe an der Stelle. Mein Gott, liegt hier viel Holz vor, Leute. Ach. Da kommt ihr gar nicht dran. Das ist ja pfiffig. So, einmal verlegt das Ganze. Zack.
So, der Zaun steht, ihr Lieben. Sehr schön. Ich finde es schade, dass man keine kompletten Räume so verlegen kann. Könnte man höchstens anscheinend nur abreißen und neu bauen. Schade. Aber nun gut, dann ist es so. Ich überlege gerade, hatte ich hier vielleicht das letzte Mal pausiert, um Holz zu sparen? Das könnte sein. Habe ich schon wieder erfolgreich verdrängt. So, zwei Zombies dürfen hier gerne mitschleppen. Damit die Wissenschaftler für etwaige andere Aufgaben frei sind. Junge, du musst doch mal was futtern. Was ist da los? So. Es geht doch, ihr Lieben. So, wir haben genug Holz, oder? Yes! Bam! So, was wollen wir denn als erstes erforschen? Ich würde sagen, Verbesserung für die Schneekanone und den Schneeballwerfer. Weil, nee, erst den Forschungstisch. So. Zack, da bitte einmal ein Upgrade. Da ein Upgrade. Ein Hambi wurde wütend. Wo ist er? Da. Und er wird direkt eingefroren. Sehr gut. So, aber es fehlt hier offensichtlich noch an etwas Strom. Und schon wieder einer wütend. Was ist denn da los, Mensch? Warum sind es immer die gleichen hier hinten? So, isst was, damit du nicht ausrastest hier. Ich glaube, ich muss das wirklich mal ein bisschen höher priorisiert haben, dass es hier permanent Fleisch liegt. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Humbis gerade hier. Ach, guck mal, ich kann 4 Wissenschaftler anfordern. Das finde ich super. Dann machen wir das doch direkt. Hol noch ein bisschen Eis dazu. Fleisch. Geben wir erstmal 5 Stück ab. Chemikalien habe ich bisher noch ganz wenig. So. So, warum bist du wütend? Da ist doch Essen, Junge! So, du bist auch mal direkt verbessert. Da fehlen 2, das ist aber nicht schlimm. Da fehlen 3, das ist schon ein bisschen doofer. So, den Hochofen kann ich jetzt aber auch wieder laufen lassen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Zombies wir haben. Den ersten haben wir eingefroren. Das ist schön. Aber dass hier jetzt wieder keiner steht, finde ich doof. Warum schießt du nicht?
einmal das Tor repariert. Der nächste Tag kommt bestimmt. Aber egal, ihr Lieben, wir machen an der Stelle mitten im Kampfgetümmel einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Tschüssikowski.